Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich habe jetzt seit gestern ein bisschen trainiert und mir ein bisschen Gedanken gemacht über unser Team. Und außerdem habe ich ja abgewartet, ob ihr möchtet, dass ich Goldini mit ins Team nehme oder nicht. Und ihr habt gesagt, ja, nehmen Goldini mit ins Team. Habe ich mir dann gedacht, alles klar, dann nehmen wir es mit ins Team. Und unser Team sieht aktuell folgendermaßen aus. Ich habe Goldini für Wingull reingenommen. Also Wingull wurde abgelegt. Goldini ist reingekommen. Shaylast ist rausgegangen, dafür ist Tangolos reingekommen. Und Tangolos hat jetzt auch die Großwurzel, das machen wir gleich. Und ansonsten haben wir jetzt noch Mampf mit dem Team, also Mampfaxo. Und ja, ich gehe jetzt einmal kurz durch jedes Pokémon durch, dass ihr euch das anschauen könnt. Werte, guter Angriff bei Mampf, gute Spezialverteidigung, der Rest ist jetzt eher so meh. Das wird aber noch, wenn es dann ein Relaxo wird. Ich hatte ursprünglich auch vorgehabt, dieses Mampfaxo zu entwickeln, zu einem Relaxo jetzt schon quasi. Aber dafür hätte ich jetzt noch 26.000 Schritte machen müssen und das war mir dann doch ein bisschen zu zeitintensiv. Deswegen, jetzt für den Arena-Kampf haben wir noch kein Relaxo, aber in nicht allzu ferner Zukunft werden wir bestimmt eins bekommen. So, ansonsten Tackle, Metronom, Amnesie und Einigler. Ich glaube, die Amnesie ist neu für Schnüffler, glaube ich, hatte Mampf vorher da. Ja, ansonsten, es geht. Es ist noch nicht so nützlich, sagen wir es mal so. So, ansonsten haben wir hier Sternchen, unser Goldini, unser Shiny Goldini. Ist von den Werten her relativ ausgeglichen. Am ehesten sticht da vielleicht noch die Initiative hervor, aber der Rest ist jetzt... ja, weder gut noch schlecht quasi. Hat aber die Hornattacke neu dazugelernt. Also immerhin dann mal ein Move, der etwas mehr Schaden macht. Und den Superschall, was ich ziemlich cool finde. Dann als nächstes haben wir Titan. Titan hat, glaube ich, nichts dazugelernt. Hat auch einen sehr hohen Angriff und eine ziemlich hohe Verteidigung. Dafür ist die Spezialverteidigung nicht so gut. Ja, Init ist jetzt auch... es geht so. Als nächstes haben wir Arty, das Arktos. Da ist die Spezialverteidigung extrem gut. Also ich glaube, Arty hat die beste Spezialverteidigung aus dem ganzen Team. Und auch innentechnisch sieht es ziemlich gut aus. Hat aber auch nichts Neues dazugelernt. Also ist quasi noch so wie gehabt. So, Scorpio hat die Nadelrakete gelernt. Habe ich mir gedacht, komm, da war vorher... weiß ich gar nicht. Irgendwas habe ich dafür weggemacht, logischerweise. Habe ich mir gedacht, vielleicht ist es mal nützlich für ein Psycho-Pokémon oder sowas oder keine Ahnung. Schauen wir mal. Ansonsten von den Werten her auch relativ ausgeglichen. Interessanterweise eine relativ hohe Verteidigung. Ja, schauen wir mal. Und als letztes dann noch das fliegende Spaghetti-Monster. Unser Tangolos. Hat wie gesagt die Großwurzel bekommen, denn es hat Absorber gelernt. Und das ist natürlich extrem hilfreich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Set vom fliegenden Spaghetti-Monster ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Weil wir haben Absorber, damit können wir angreifen, auch wenn wir nicht so viel Schaden machen. Aber wir machen halt Schaden und heilen uns gleichzeitig. Wachstum verstärkt nochmal den Absorber. Können wir uns also hochboosten. Schlafpuder, um den Gegner halt einzuschläfern, logischerweise. Und Verwurzler, um noch mehr KP zu regenerieren. Zusätzlich zu den... sowieso schon guten Verteidigung. Okay, Spezialverteidigung ist jetzt nicht so pralle, ehrlich gesagt. Aber hey, die Verteidigung ist ziemlich gut. Ich glaube, es ist sogar die höchste Verteidigung im Team. Und, jetzt habe ich gerade da. Nee. Ah, okay, Titan hat eine höhere Verteidigung, aber auch nur um einen Punkt. Also das ist schon ziemlich gut. Und ja. Scorpio habe ich außerdem bis Level 14 trainiert, da habe ich ein bisschen gepennt. Ansonsten sind alle Level 13 und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Titan an. Das Problem ist natürlich, ich gehe jetzt in diese Arena rein und ich habe keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Deswegen, das wird auf jeden Fall sehr interessant. Schauen wir mal. Aber ich wollte es ja so schwer haben. Ich wollte das ja so. So, oh, es sind zwei Vortrainer. Okay. Ich überlege nochmal ganz kurz, will ich wirklich mit Titan vorne anfangen? Ja, doch. Titan kann einfach gegen die meisten sehr viel ausrichten, deswegen... So, jetzt ist die große Frage, was für ein Typ ist diese Arena? Und es ist ein... oh, shit.
Also entweder ist es Eis oder ist es ist Geist. Das ist beides sehr uncool, weil wir gegen beides nicht wirklich was haben. Gegen Eis hätten wir immerhin noch den Zertrümmerer, den wir irgendwem beibringen können. Gegen, und das Felsgrab. Ja, okay. Ja, das wäre okay. Aber wenn es Geist ist, dann haben wir echt ein Problem. Aber wenn das hier eine Geist-Arena ist, dann haben wir echt ein Problem. Ach, komm schon. Ein Crit auch noch. Boah, das war ein Crit. Ja gut, Ich glaube, wir nehmen mal Scorpio dafür. Der kann das da auch sehr effektiv treffen. Hallo? Wieso wird hier so oft gecrittet? Was geht denn hier? Das finde ich jetzt echt uncool. So, Verteidigung sinkt, müssen wir uns merken. Aber gut, der nächste Biss sollte aber auch ausreichen schon. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Schaden das macht. Das macht bestimmt nicht wenig, leider. Das geht sogar. Das geht sogar. Okay, damit ist das Frostetje raus. Und wir haben entweder eine Eis- oder eine Geist-Arena. Also, mir wäre eine Eis-Arena lieber, bin ich ganz ehrlich. Ich habe aber echt die Befürchtung, dass es Geist ist. Was machen wir denn jetzt dagegen? Also auf jeden Fall, wie schon in den Kommentaren auch geschrieben worden ist, jemand hat mich darauf aufmerksam gemacht, ich weiß ja da gerade nicht mehr genau, wer es gewesen ist, dass ich ja einfach Felsgrab für, dass ich Titan ja einfach Felsgrab beibringen könnte. Das könnte ich auf jeden Fall mal tun. Das machen wir mal an dieser Stelle direkt. So, Felsgrab für Titan. Vor allem, weil Titan auch nicht so wirklich, noch nicht so wirklich gute Attacken hat. Und ich denke mal, ich mache echt den Tackle dafür weg, weil wir haben die Kopfnuss, ist einfach doppelt so gut. Und dann ist die Frage, wer kriegt den Zertrümmerer? Also, soweit ich mich erinnere, ist Kampf auch sehr effektiv auf auf Eis. Ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht. Hiermit kann ich die Verteidigung steigern, hiermit kann ich die Spezialverteidigung steigern. Wir haben eigentlich schon genug, Pokémon, die verteidigungsmäßig so gut sind. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir hier den Einigler weg. So, und dann gucken wir mal. Was das jetzt für eine Arena ist. Gibt es noch einen Geist-Eis-Pokémon? Ich glaube nicht, ne? Das heißt, jetzt entscheidet sich auf jeden Fall, welcher Typ diese Arena ist. Und ich glaube, ich bleibe trotzdem mit Titan vorne. So, was hast du jetzt? Hast du Geist oder hast du Eis-Pokémon? Weil wenn wir Geist-Pokémon haben, haben wir echt ein Problem, weil die können... eigentlich hätten wir gar nicht so das Problem. Eigentlich hätten wir halt... Oh nein, das ist wirklich Geist. Shit. Warum? Es ist wirklich eine Geist-Arena. Oh, Mann. Ja gut, da muss Scorpio das regeln. Scorpio ist da der Typ für. Mit seinen Unlichtattacken halt. Muss er regeln. Aber immerhin haben wir doch was. Ich hatte erst gedacht, wir hätten nichts gegen Geist, aber wir haben ja doch was. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. So, und das tut... Achso, klar, dem Kryptpunkt nicht so sehr weh, weil es ist ja... Geist Unlicht. Ekelhaft. Egal. Hauen wir trotzdem mit dem Biss weiter drauf. Der wird ja irgendwann ausreichen. Wir gehen eh gleich nochmal heilen vor dem Arena-Kampf. Also von daher macht das jetzt keinen Unterschied.
So. Okay, Titan ist jetzt Level 14 geworden. Das ist jetzt ja nicht so wild. Wir können ja bis Level 15 gehen. Bis Level 15 ist ja alles okay. So. Ah, das macht aber gut Schaden. Das gefällt mir sehr gut, dass es so viel Schaden macht. Das bestärkt mich nochmal in meiner Annahme, dass Scorpio hier der Richtige ist. Oh, und Scorpio ist jetzt Level 15. Das heißt, Scorpio ist jetzt genau auf dem Level-Limit. Das ist aber auch gut so, eigentlich. Weil 15 ist ja Level-Cap. Das heißt, wir haben es jetzt einfach quasi komplett ausgereizt. Wenn Scorpio jetzt Level 16 geworden wäre, das wäre kritisch. Also das wäre schlecht gewesen, weil dann hätten wir Scorpio nicht einsetzen dürfen im Arena-Kampf. Das habe ich damals im Regelvideo gar nicht so genau erklärt, fällt mir gerade auf. Also für Leute, die das, für die das jetzt noch nicht so hundertprozentig klar gewesen ist, weil ich es ja nicht erklärt habe, also Level Cap ist in unserem Fall jetzt halt 15. Das habe ich ja gesagt, ist immer das stärkste Pokémon des nächsten Arena-Leiters. Und wenn das von einem Pokémon halt überschritten wird, dann darf es so lange nicht kämpfen, bis das Level Cap angehoben wird. So. Scorpio, dann komm mal nach vorne. Haben wir noch irgendein Item, was Unlichtattacken stärkt oder so? Was haben wir hier? Ein Item reduziert? Nee, das wollen wir auch nicht. Das brauchen wir nicht. Ah, die Steintafel können wir aber mal Titan geben. Titan hat ja sonst noch nichts. Panzerfossil, nee. Aber das Zauberwasser können wir mal Sternchen geben, sehe ich gerade. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay. Gut. Dann... Fight. Mach dich bereit. Auf unseren Fight. Willkommen. Dies ist die Arena von Erzelingen. Ich bin Fight, der Arena-Light R. Mein ganzer Stolz sind meine Gesteins-Pokémon. Als Arena-Light R erkenne ich dein Potenzial als Trainer. Aber ich muss mich von der Kraft deiner Pokémon im Kampf überzeugen. Oh je. Direkt schon mal ein Geist-Arena-Leiter. Gut, dass wir Scorpio haben. Gut, dass wir Scorpio haben. Und er fängt mit Drifton Level 13 an. Okay. Gut, gut, gut. Sollte aber, wie gesagt, eigentlich relativ gut machbar sein für Scorpio. Oh nein. Nicht sowas. Fang nicht damit an, Fight. Das ist uncool. Okay, da kommt direkt der Trank. Das ist gut. Das ist so gut. Das ist ziemlich gut, weil das... Genau, der Biss reicht nämlich jetzt trotzdem aus. Okay, es war ein Crit. Aber ich glaube, er hätte auch so ausgereicht. Relativ sicher. Wenn wir übrigens das Level-Limit im Kampf überschreiten, ist das kein Problem. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, weil ich das jetzt erst sage, weil mir das jetzt erst einfällt. Aber quasi, wenn das Level-Limit überschritten wird, darf es nach dem Kampf halt dann nicht mehr weiterkämpfen. Was macht der denn hier? Immer Fluchtwertsteigerung hier. Das ist ja eine ekelhafte Taktik, die du hier fährst. Aber Scorpio geht da echt durch wie Butter, ne? Ist echt krass. Nee, nicht wie Butter, wie durch Butter. Noch ein Crit. Alter. Und ich dachte schon, die Arena hier wird schwer. Pff, Fight. Was kannst du eigentlich? Nix kannst du hier. So, Scorpio ist jetzt Level 16. Nach dem Kampf dürfte Scorpio jetzt nicht mehr kämpfen. Aber nach dem Kampf bekommen wir auch unseren Orden. Das heißt, da ist das Level-Limit ja sowieso angehoben. Deswegen ist das nicht schlimm. Und zu Beerus. Okay. Das passt ziemlich gut tatsächlich. Also das ist tatsächlich eine ziemlich gut gerandomized worden, weil zu Beerus ist auch von den dreien definitiv... Ja, wobei jetzt Frostedia kann. Aber Zubiris hat halt keine Schwächen. Deswegen ist das schon ziemlich cool, dass das genau so gerandomized wurde, dass Zubiris das stärkste Pokémon von ihm ist. Finde ich ziemlich cool. Da merkt man jetzt auch, bei Zubiris, da wird es auch direkt nochmal eine ganze Ecke schwieriger. Aber das interessiert Scorpio einfach nicht. Das interessiert ihn einfach nicht. Er beißt die Leute einfach kaputt und die haben keine Chance anzugreifen. Die schrecken einfach immer zurück oder er macht Crits oder was auch immer. Richtig krass. Keine Chance, du hast noch nicht gewonnen. Wir geben nicht auf. Ja, noch ist nichts gewonnen, aber wir sind ziemlich nah dran. So.
Aber Nachtnebel macht das jetzt 15 Schaden? Ja, Nachtnebel ist das, was, okay, Schaden in Höhe des Levels macht. Okay. Ja gut, aber da wird jetzt wahrscheinlich der Trank kommen. Nicht? Okay, er hat schon beide Tränke aufgebraucht. Ja, dann GG. Das war wesentlich einfacher, als mir das jetzt vorgestellt habe, muss ich sagen. Aber das war ja richtig easy jetzt. Hätte echt ein bisschen Bammel vor der Arena. Vor allem, als ich dann gesehen habe, es könnte Geist sein, habe ich echt gedacht, oh. Aber Scorpio, easy. Scorpio ist da echt ganz knallhart gewesen und hat sich da überhaupt nicht von beirren lassen. So, jetzt können wir Tatrümmerer einsetzen, das ist gut. Wir würden ja eigentlich Tarnsteine bekommen, aber bekommen wir hier logischerweise nicht. Was ist denn TM76 bei uns? Finale. Die eine Attacke, die wir auf gar keinen Fall benutzen werden. Geil. Ja gut, aber wie verkaufen wir dann halt, ne? Die verkaufen wir. Weil ich werd bestimmt Finale niemandem beibringen. Das kann Veit direkt vergessen. Das werden wir auf gar keinen Fall tun. Deswegen werde ich es jetzt definitiv erstmal verkaufen, direkt. Achso, nee, warte mal. Kannst du jetzt Fossilien wiederbeleben? Kannst du das jetzt? Ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Ah, wann kann der das denn? Ich muss das mal nachgucken, wann der das kann. Ich dachte eigentlich, wenn man den Arena-Orden hat, könnte der das, aber dem ist wohl leider nicht so. Ich würde nämlich gerne mal unser Fossil wiederbeleben lassen. So, nein, ich möchte aktuell nichts kaufen. Ich möchte erstmal verkaufen. Und zwar diese TM bitte, die leider nur 1000 gibt. Naja, schade. Aber haben wir nicht noch ein Nugget irgendwie? Ja, guck mal hier. Dann lass doch mal das Nugget verkaufen. Guck mal, zack, und schon haben wir 10.000. So. Okay. Dann öffnen sich uns jetzt ja neue Wege. Wir können jetzt, warte mal. Ah, nee, warte, ich habe die Karte auf Select gelegt. Moment, Moment. Hä, warte ich eigentlich? Achso, warte, das ist ja hier. Ah, okay. Das war nur früher Select. Genau, wir können jetzt einmal hier zum Erzlingentor gehen nochmal. Da können wir nämlich nochmal dann in ein Untergeschoss. Da können wir noch ein bisschen was erkunden. Und dann von Jubelstadt aus können wir Richtung Norden gehen, Richtung Flori. Das wird dann unsere nächste Anlaufstelle sein, quasi. Boah. Ah, ups, Juli, du hast den Orden bekommen, was? Ewig genau ist der nächste Ort, der eine Arena hat. Habe ich recht? Ich bin zur Route 207 gegangen, das heißt, nicht wirklich gegangen. Ohne ein Fahrrad kommst du da gar nicht hin. Aber dort habe ich zusammen mit meinem Team viele Kämpfe ausgetragen. So sind sie stärker geworden. Hat sich gelohnt. Oh nein. Wenn wir kämpfen. Nun gehe ich zurück nach Jubelstadt. Als nächstes steht der Orden von Ewigenau auf meiner Liste. In 10 Sekunden sprinte ich los. 9. Pah, wer hat schon Zeit zum Zählen? Okay, ich dachte, wir jetzt noch kämpfen. Aber wollte er nicht. Das ist gut. So, wir können nämlich jetzt nach hier oben. Und können jetzt Zertrümmerer einsetzen. So. Und da unten finden wir nämlich noch ein bisschen was an Items und so weiter. Ich weiß nicht, wie viel genau wir hier machen können. Wieso kann man da... Achso, wir müssen da einmal nach oben. Okay. So. Und was ist das Item? Okay, erstmal kriegen wir noch ein Pokémon. Das ist ein Traumato. Okay, gut. Das wäre sogar nochmal eine gute Übung für Scorpio. Aber ganz ehrlich, Scorpio braucht aktuell keine Übung. Der ist leveltechnisch 3 Level über allen anderen. Oh, TM64 Glut gefunden. Hey, why not? Ich meine, okay, das ist halt auch nur Glut, aber hey. Kann das jemand schon? So, am Anfang eine Feuerattacke wäre vielleicht gar nicht schlecht. Nee, kann aber leider keiner. Schade. Schade, schade, schade. Schokolade. So. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir hier jetzt... Oh, was haben wir hier gefangen? Ah, wir haben mit Tangolos gefangen. Ah, das ist auch schon ziemlich cool. Aber Lavitar wäre auch richtig geil. Boah, ich hoffe, wir kriegen irgendwann nochmal ein Lavitar. Das muss ich jetzt... Sorry, Leute, das muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. Warte mal. Pokémon suchen. So, von A bis Z.
Und zwar nach Nama und zwar L. So, okay. Hä? Steht es nicht im Pokédex? Ach, weil wir nicht den National Pokédex haben. Nein, es steht nicht im Pokédex. Ah. Verdammt. Dann werde ich das einmal nachgucken. Also offscreen dann. Wo wir Lavitan noch fangen können. Weil das wäre schon echt cool. Despotar ist auch ein sehr, sehr geiles Pokémon. Hätte ich wirklich sehr gerne. So, willst du irgendwas von uns? Nee, okay. Du willst uns nur sagen, dass wir ein Fahrrad bekommen irgendwann. Aber das haben wir leider noch nicht. Ein Pfiffchen. Hallo Pfiffchen. Boah, Lavitar wäre schon echt ziemlich geil gewesen. So. Vitalkraut. Okay. Schauen wir mal, ob wir das benutzen werden. Wir können ja aber, glaube ich, sonst nichts mehr machen. Kannst du nicht shiny sein? Wenn du shiny bist, dann können wir dich ins Team nehmen. Ja? Das wäre cool. Wenn du shiny wärst, könnten wir dich ins Team nehmen. Nee, aber so, hier kommen wir nicht weiter und... Nee, so auch nicht. Okay, gut, dann war es das für uns hier erstmal. Später können wir hier nochmal zurückkommen mit dem Fahrrad. Aber da kommen wir dann auf jeden Fall auch mit Schutz. Wobei, nee, da kommen wir nicht mit Schutz. Dann habe ich nochmal die Chance auf ein Shiny Lavitar. Ein Slimog, okay. Aber wie gesagt, Tangolos ist schon ziemlich cool. Ich meine, hier haben wir doch Tangolos bekommen, oder? Ich meine schon. Ich meine schon. So. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, wir sind bei 22 Minuten. Da können wir noch mal ein bisschen weitergehen. Ich würde aber sagen, wir legen jetzt erstmal wen anders nach vorne. Und zwar Sternchen. Sternchen hat ja noch keine On-Screen-Time gehabt. Oh. Ah. Du nennst ja gar kein Adressbuch dein eigen. Wie bizarr. Dabei gibt es im Keller des Pokémon-Centers doch eins umsonst. Es gibt in diesem Jubelstadt hier offenbar keine dunklen Gestalten. Meine Nachforschungen werden mich nun an andere Orte bringen. Aber, liebes befreundetes Wesen, halte die Augen offen. Komische Subjekte können jederzeit auftauchen. Man muss gewappnet sein. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Adressbuch überhaupt haben möchte, ehrlich gesagt. Oh. Was muss ich da hören? Professor Eibe, Ihnen bleibt keine Wahl. Jetzt rücken Sie schon mit Ihren Forschungsergebnissen raus. Für lau, versteht sich. Für Ihr Fehlverhalten müsste sonst leider diese Person hier gerade stehen. Und das will doch keiner, oder? Ah, Juli, wie schön, dich zu sehen. Wie geht's deinem Pokédex? Oh, was sehe ich denn da? Den Orden der Arena von Erzelingen. Aber hatte ich dir dein erstes Pokémon nicht gerade erst gegeben? Das Leben als Trainer scheint wie für dich gemacht. Professor, Professor aller Pokémon, machen Sie es uns doch nicht so schwer. Es geht hier ums Geschäft, verstehen Sie das? Unsere Arbeit, sonst nichts. Was ich damit sagen will, gehen Sie auf unsere Forderungen ein. Ruhe, alle miteinander. Wieso muss ich mich nur mit euch abgeben? Zunächst solltet ihr euch einmal eine Lektion für die Zukunft aneignen. Erstens, man logert nicht einfach so an öffentlichen Plätzen herum. Zweitens, unterbrecht andere nicht mitten im Gespräch. Drittens, wenn etwas nicht nach Plan läuft, wird man nicht gleich frech. Und viertens, nur weil ihr eine Gruppe seid, seid ihr nicht die Stärkeren. Ja. Und fünftens, schade, was habt ihr da nur für absurde Anzüge an? Geschmacklos. Herrje, und sowas nennt sich Erwachsene. Kinder, wachst bloß nicht zu solchen peinlichen Exemplaren heran. Natürlich müssen sie unter die Gürtellinie gehen. Jetzt wurde aus einer geschäftlichen Angelegenheit eine persönliche. Wir fühlen uns gezwungen, unsere Kompetenz unter Beweis zu stellen. Sie werden es noch bereuen, Team Galaktik beleidigt zu haben. Kinder, bitte bringt diesen Rohlingen etwas Anstand bei. Juli, lass uns zusammen kämpfen. Alles klar. Machen wir sie fertig. Das ist das erste Mal, dass wir auf Team Galaktik treffen, glaube ich, oder? Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Oh, Lamus und Traunfugel. Das ist natürlich uncool, dass wir jetzt Goldini vorne haben. Na, schauen wir mal. Guck mal, hat man es gesehen.
dass Goldini unser Sternchen im Glitzer zu schön. So. Achso, wir haben gar keine Wasserattacke auf Goldini. Oh. Hm. Okay. Dann gehen wir erstmal auf das Traunvogel. Das ist auf jeden Fall gefährlicher. Würde ich sagen. Oh, das wird dem Tintoxer wehtun. Nicht? Was? Ist Psyville nicht Psycho? Warum war das nicht sehr effektiv? Strange. Ja, aber trotzdem, das Traunvogel muss erstmal weg. Das muss erstmal weg. Wieso ist das nur normal effektiv? Tintoxer ist doch Giftwasser. Irgendwo habe ich, glaube ich, gerade einen Denkfehler. So. Boah, wir machen aber auch echt kaum Schaden, ne? Holy shit. Ich glaube, dann mache ich erstmal das Lamus fertig. Sollte ja eigentlich nicht ganz so schwierig zu machen sein. Okay. Boah. Sporen wird von Lamus vergiftete Sternchen. Oh, okay. Was geht denn jetzt ab? Achso, klar, wegen des Gainers, klar. Ich glaube, ich rufe dein Sternchen aber doch mal zurück. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu krass hier. Und ich glaube, wir kommen mit dem fliegenden Spaghetti-Monster. Was erstmal den Niesel loslässt. Okay. Also den Regen loslässt. Dank Niesel. So, trifft dich selbst. Schade. Oh, das Tintoxer wird wahrscheinlich aber auch durch die nächste Psi-Welle nicht sterben. Ich bin relativ sicher. Ja, dafür können wir jetzt das Lamus wahrscheinlich rausnehmen. Lamus ist ja auf der physischen Verteidigung deutlich besser als auf der speziellen. Deswegen sollte der Absorber eigentlich auch ja, genug Schaden machen. Oder? Ah, doch. Doch, ich glaube schon. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Dann ist das Lamus schon mal weg. Dann müssen wir uns jetzt nur noch um das Traunvogel kümmern. So. Naja, nochmal Psi-Welle. Das sollte aber, glaube ich, nicht ausreichen für das Tintoxer. Nee, gut. Und Absorber. Wie viel Schaden macht das? Ich glaube nicht, dass es reicht, aber es... Ja, okay. Der nächste Angriff sollte das dann auch rausnehmen. Sehr schön. Ich würde eigentlich ganz gerne... Oh, die Uhr ist aber schon ziemlich fortgeschritten. Gucken wir mal. Wenn die Cutscene jetzt gleich relativ kurz ist, fangen wir vielleicht noch ein Pokémon. Ansonsten machen wir das zu Beginn des nächsten Parts dann. Schauen wir mal. Uns bleibt nichts anderes übrig. Fürs Erste ziehen wir uns zurück. Dies tun wir nur, weil Team Galactic allen Wohlen gesonnen ist. Ja, ja, mega. So eine Bande. Team Galactic haben sie sich genannt, richtig? Wenn Pokémon sich entwickeln, wird eine bestimmte Energie freigesetzt. Ich denke aber, diese mysteriöse Kraft liegt weit außerhalb unserer Kontrolle. Team Galactic interessiert sich für das Potenzial, das jener Kraft innewohnt. Es möchte es gern als Energiequelle für irgendetwas einsetzen. Juli, wusstest du, dass auch der Professor die Entwicklung von Pokémon studiert? Er sagt, dass 90% aller Pokémon auf die eine oder andere Weise mit Entwicklung zu tun haben. Wahrscheinlich wollten die Leute deshalb Professor Eibes Forschungsergebnisse gewaltsam entwenden. Die Gefahr ist gebannt. Entspannt euch. Dank euch konnte die Situation entschärft werden. Vielen Dank. Übrigens hat mich deine Kampfeskunst sehr beeindruckt, Juli. Ich muss dir ein Lob aussprechen. Außerdem bringt es mich auf eine Idee.
Wieso sammelst du nicht alle Orden, die es in Sinnohs Arenen zu holen gibt? Dabei triffst du ohne Zweifel auf eine Unmenge an Pokémon. So füllen sich auch die Seiten deines Pokédex immer weiter. Es wäre also für dich ein Abenteuer und für meine Forschung eine Hilfe. Natürlich ist dir das freigestellt, aber du musst es machen. Das erste Pokémon und den Pokédex hast du von mir erhalten. Es ist nun allein deine Entscheidung, was du mit den beiden anstellst. Okay. Ach, was willst du denn noch? Oh, das war klasse. Wirklich sehr gut. Exzellent. Oh, entschuldige, ich bin von Jubelstadt TV. Ich hab hier was für dich. Eine Belohnung dafür, dass ich mir diesen Wahnsinnskampf ansehen durfte. In dem Modekoffer. Okay, den werden wir auch ganz bestimmt nicht benutzen. In diesem Modekoffer findest du hinreißende Accessoires mit geschmackvollen Kulissen. Statte deine Pokémon mit den Accessoires aus und kick dir an, wie seine Ausstrahlung steigt. Der Fernsehsender stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung, sodass Besucher dort ihre Pokémon ausstatten können. Man kann außerdem tolle Preise gewinnen. Besuche unseren Sender einfach mal. Ja, ich denke eher nicht. So, wir gehen jetzt mal ganz kurz heilen. Das Gift ist ja mittlerweile sehr uninteressant für uns. Und dann, ja komm, ein Pokémon fangen wir heute noch und dann ist gut für heute. Ich muss ja gleich noch ein paar aufnehmen und das ist schon relativ spät, tatsächlich. Es ist schon relativ spät. So. Ich glaube, ich werde dann aber mit Mampf kämpfen. Wir müssen es ja auch sprechen irgendwie. Verkaufst du jetzt eigentlich Superbälle? Fände ich cool. Nee, tust du immer noch nicht. Schade. Schade, schade, schade. So, was bekommen wir jetzt gleich? Ich bin echt gespannt. Also in der Höhle dürfen... Ich meine, wir dürfen in der Höhle ein Pokémon fangen. Das müsste eigentlich ein neues Gebiet sein. Hallo? So, lass mich da rein. So. Verwüsteter Pfad. Ja, genau. Guck mal. So. Was haben wir hier für ein Item? Die Großlinse. Verstärkt. Ist, glaube ich, Attackengenauigkeit verstärkt, oder? Okay. Das wäre auf jeden Fall schon mal gut. So, hier ist noch ein Item. Das möchte ich auch noch haben, bitte. Und unser Encounter für den verwüsteten Pfad ist ein Corazon. Okay. Gut. Dann soll es halt ein Corazon sein. Und ich sehe gerade, es ist Level 3. Das ist jetzt ja nicht so viel. Aber gut. Dann ist es halt Level 3. Ach, komm schon. Das Problem ist halt nur, ich kann es dann nicht schwächen. Also, das hält da keine Attacke aus, so. Ich glaube nicht mal Nadelrakete, zwei Treffer würde das... Na, weiß ich nicht. Aber Corazon wurde gefangen. Für Corazon wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Viele von ihnen leben in den sauberen Seen im Süden. In verschmutzten können sie nicht leben. Alles klar. Dann, wie immer, oder wie oft... Ich überlege mir kurz einen Spitznamen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, ich habe einen Namen gefunden, der, finde ich, ganz gut passt. Und zwar nennen wir es nicht Corazon, sondern Caro. Also, ne, wegen Caroline, Kurzform Caro. So. Hallo, Caro. Willkommen. So, das Item schreibe ich mir noch schnell. Und dann TM05 Härtner. Wow, wir haben auch echt... Glück gerade mit den TMs. Okay, gut. Ich würde sagen, das war es soweit für heute mit der Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, sehen wir uns gerne morgen wieder 17:30 Uhr auf diesem Kanal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Bis dann. Ciao.